Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Robot Basic. Wir wollen uns mit der Abgrenzung zwischen unbeplanten Innenbereich, § 34, und Außenbereich, § 35, BauGB beschäftigen. In einer anderen Folge habe ich dargestellt, im gebauten Zusammenhang, § 34, darf gebaut werden, wie die Umgebung das vorsieht. Im § 35, im Außenbereich, darf grundsätzlich nur privilegiert bebaut werden, also in der Regel sind Vorhaben unzulässig. Deshalb hat die Abgrenzung, was ist 34, was ist 35 Gebiet, eine ganz wesentliche Bedeutung, insbesondere für den Grundeigentümer. Und dementsprechend wollen wir uns dem kurz widmen. Erstens, meine Damen und Herren, wir unterscheiden. Geht es darum zu sagen, etwas ist 34 oder es ist in Wahrheit gar nicht 34? Das ist das Problem der Splittersiedlung. Das Thema lassen wir jetzt mal draußen. Wir haben zweitens also eine Ausgangslage, in der wir klar sagen, okay, da ist unbeplanter Innenbereich und irgendwo muss die Grenze zum Außenbereich gezogen sein. Dafür gilt, meine Damen und Herren, nicht die Grundstücksgrenzen sind entscheidend, sondern wenn Sie einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil haben, dann endet der im Zusammenhang bebaute Ortsteil an der letzten Wand. Also die letzte Außenwand eines Wohnhauses, das zum Außenbereich hin liegt, diese letzte Außenwand dieses Wohnhauses, die begrenzt den Innenbereich nach § 34. Wenn Sie also in einer solchen Situation einen Anbau in Richtung Außenbereich machen wollen, ist das ein Vorhaben im Außenbereich und nicht im Innenbereich, obwohl das Wohnhaus, das bereits besteht, im Innenbereich liegt. Ein wesentliches Problem, meine Damen und Herren, ist dann die Unterscheidung zwischen Baulücken und Außenbereich. Wenn ein Grundstück von drei Seiten etwa von Bebauung umgeben ist, dann liegt es nahe zu sagen, na, das ist eine Baulücke und das ist ein Vorhabengrundstück, was eben im Innenbereich in § 34 liegt und also entsprechend der Bebauung der Umgebung bebaut werden darf. Wenn es nur von zwei Seiten umbaut ist, dann stellt sich das schon schwieriger dar. Aber selbst wenn Sie drei- oder vierseitig umbaute Grundstücke haben, ist noch nicht ausgemacht, dass da tatsächlich das Grundstück, das freie Grundstück, nach 34 bebaut werden kann. Das hängt davon ab letztlich, ob der Gedanke, der dem 34 zugrunde liegt, nämlich der Planersatzfunktion des 34 zugrunde liegt, nämlich, dass die Bebaubarkeit des Grundstücks letztlich von der Maßstäblichkeit der Umgebungsbebauung geprägt ist, ob dieser Grundgedanke anwendbar ist. Und das ist immer dann nicht der Fall, wenn das freie Grundstück, die Anführungsstriche Baulücke, so groß ist, dass von der konkreten Vorhabenstelle aus die Umgebungsbebauung so weit weg ist, dass sie gar keinen prägenden Einfluss hat. Also beispielsweise der Stadtpark. Der Stadtpark, wenn Sie sich dann in die Mitte des Stadtparks stellen, dann nehmen Sie wahrscheinlich die Umgebungsbebauung schon gar nicht mehr wahr. Dementsprechend ist die Bebaubarkeit eines solchen Grundstücks im Stadtpark dann eine Bebaubarkeit nach 35 und nicht nach 34. Das nennen wir dann den Außenbereich im Innenbereich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gern oder geben uns einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal bei den Robot Basics.